Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf diesem Kanal, und zwar der Bausimulator. Ja, es wurde aber langsam mal wieder Zeit. Nach 7 ganzen Jahren gibt es eine Fortsetzung zum Bausimulator 2015. Zwischendrin gab es ja die diverse Mobile-Versionen, die den 15er ja im Endeffekt schon so weitergeführt haben mit Straßenbau, mit US-Karte und so weiter und so weiter. Aber jetzt haben wir den neuen Bausimulator wieder für den PC und in voller Pracht, könnte man sagen. Das Spiel kommt am 20. September raus. Wir haben jetzt hier eine Preview, die wir euch zeigen können. Das beinhaltet schon das komplette Spiel, kann hier und da aber noch ein paar Bugs enthalten oder ein paar Fehler, die gegebenenfalls mit dem Day One Patch dann wieder ausgebügelt werden. Falls ihr euch den Bausimulator in der Deluxe-Version vorbestellen wollt, darin sind auch zwei DLCs enthalten, könnt ihr das gern tun. Das ist der zweite oder der dritte Link in der Videobeschreibung mit dem Rabattcode SACHSE, also S-A-C-H-S-E. Spart ihr nochmal 3% und könnt mich dabei dementsprechend auch noch unterstützen. Ist ein Steam Key, den ihr dort vorbestellt, also sprich, ne, auch für Steam Leute 1A. Nun, ich habe am gestrigen Tage, sprich den 9.9., wo das Ganze losging, auf Twitch, auf meinem Twitch-Kanal schon mal ein bisschen reingeschaut, wie ihr hier seht. Hab schon mal ein Profil da hier gehabt mit 2 Stunden 32. Deswegen folgt mir auch gerne auf Twitch, wenn ihr Bock habt. Kommt größtenteils LS-Content, aber ich hatte jetzt in dem Fall halt mal den Bausimulator gemacht. Für alle die allerdings nicht auf Twitch sind und generell das nicht gesehen haben, habe ich mich entschieden, die erste Folge hier auf YouTube ist das Tutorial. Das Tutorial ist relativ lang, ich glaube, das geht jetzt ein bisschen schneller vorhanden, weil ich es jetzt schon mal gespielt habe. Und heute kommt auch noch eine zweite Folge, wo wir dann außerhalb des Tutorials einmal arbeiten. Wir erstellen uns erstmal einen Charakter. Es gibt ehrlicherweise gesagt nur einen, der irgendwie so passen würde, und das ist nämlich dieser Dude hier. Wenn ich es mal hin und her swipen würde, sehr schön. Ich habe auch einen Controller mit dran. Ne? Ich empfehle auch für später definitiv einen Controller zu benutzen, weil das immer noch mit am besten ist. Ne? Es geht zwar auch über Maus und Tastatur, ohne Frage, aber das ist schon... Controller ist, glaube ich, schon das Beste. Deswegen, ihr müsst aber halt manchmal auch zwischen Controller und Dings hin und her switchen. So, wir gehen natürlich nicht in den Multiplayer, sondern gehen in den Singleplayer. Wir erstellen eine neue Firma. Wir spielen natürlich auf den europäischen Szenario. Ein ganz klassischer Hase. Ich nehme mal das gute Ding hier. Und dann müssen wir uns natürlich noch einen Firmennamen ausdenken. Und zwar, dingseitig Baumeister in dem Sinne. Und wir nennen das Ganze einfach mal Profi und Bau. Ja. Nehmen wir einfach mal eine GmbH. Ein ganz klassischer Hase. Jetzt starten wir hier rein und dann swipen wir mal durch das Tutorial. Mit durch, da haben wir so einen kleinen Story-Aspekt mit drin. Ne? Das ist ganz nett. Es ist ein Unwetter hier mit da am Start. Ne? Und es hat ein bisschen was verschüttet hier und da und tralala. Und da werden wir jetzt dementsprechend hier einfach mit eingeführt. Je nachdem, wie aktiv oder unaktiv man das oder schnell man jetzt das Tutorial spielt, kann man da auch schon mal eine Stunde drinnen verbringen. Also, ist nicht mit schlechten Eltern. Ne? Kommt immer darauf an, wie realistisch man das Ganze, oder wie kleinlich eher gesagt, man das Ganze spielen möchte. So, ich setze mal fort mit der Taste A. So, vielen Dank. So, mit Controller ist die Steuerung natürlich ein bisschen anders, ist klar, aber das funktioniert in dem Fall auch schon mal. So können wir rennen. Und jetzt sollen wir einmal hier mit Harpe sprechen. Den kennen wir ja noch aus dem Vorgängerteil. Das ist dann auch so ein zentrales Element hier. Das ist so unser, wie sagt man so schön, unser Papi. Ja, unser Berufspapi. Ja. So. Ah, da bist du ja endlich. Du erinnerst dich hoffentlich noch an mich, hm? Falls deine grauen Zellen noch am Auftauen sind, ich bin's, Harpe. Ich habe schon immer gedacht, dass du eine große Zukunft in der Baubranche vor dir haben würdest. Jetzt wäre die Gelegenheit, dich zu beweisen, denn ich brauche dringend deine Hilfe. Komm, wir müssen uns beeilen.
Ein heftiges Unwetter hat heute Nacht gewütet und einigen Schaden angerichtet. Bei der Brücke am Ortseingang gab es einen Erdrutsch. Dabei hat es einen Strommast umgelegt und nun hat das Dorf in weiten Teilen keinen Strom mehr. Wir müssen dorthin und die Straße räumen. Dafür benötigen wir einen Radlader, den ich noch abholen muss. Am besten setzt du dich gleich hinter das Steuer vom Pritschenwagen und fährst schon mal vor. Folge einfach der Navigation, um zum Treffpunkt zu gelangen. Ja. Wir haben jetzt im Bausimulator Cutscenes mit drin. Hier im Tutorial noch relativ viele. Das wird dann auch weniger. Aber wir haben auch Dialoge in dem Falle mit dabei. Wie zum Beispiel halt einfach Dings. So, öffnen wir einmal das Kontextmenü. Ihr seht, es ist auch ideal für Controllersteuerung mit angepasst. Na, über das Kontextmenü. Ihr könnt, wenn ihr das mit der Tastatur spielt, logischerweise auch dann über einzelne Tasten steuern. Ansonsten ist dieses Kontextmenü hier euer bester Freund. Ja? Ganz klar. Ihr könnt über die Dinger hier einmal das Ganze ins Handbuch mit reingehen. Ne? Habt dann hier diese ganzen Schnellsteuerungsdinger dann hier auch noch mit dabei. Das ist auch jetzt kein Problem. Ja, also alles so mit drin. Und mir ist im Livestream aufgefallen, das scheint mir jetzt hier mit Controller doch in der Tat. Ja, wohl ist auch so. Die Wägen, also gerade der Pritschenwagen, neigt sehr, sehr gerne zum Tokio-Drift. Ne? Also je nachdem, mit was man von der Geschwindigkeit herangeht. Ja, es ist schon kontrollierbarer mit Controller, merke ich. Mit Tastatur gibt es ja immer nur 100% Einschlag oder halt nicht. Ne? Und das merkt man hier, ne? Aber ihr seht das Ganze ja. Ne? Also Tokyo Drift ist da teilweise mit am Start. So. Machen den Generator mal an hier. Wie gesagt, solche Cutscenes gibt es dann auch. Sind jetzt gerade im Tutorial, wie gesagt, relativ häufig vertreten. Ja, da wird halt hier so ein bisschen, oh, das ist dein Radlader, herzlichen Glückwunsch und alles. So, jetzt müssen wir einmal diesen Erdhaufen, der dort ist, machen. Und ich habe es im Livestream auch schon gesagt, ich sag's euch hier auch nochmal. Schaut euch mal die Polizeiautos an, schaut euch mal das Blaulicht an. Die haben mit dem Spiel per se an sich nicht wirklich viel zu tun. Sieht aber zehnmal besser aus wie im Autobahn-Polizeisimulator 3. Herzlichen Glückwunsch dazu. So, einsteigen. Dann haben wir hier halt das Tutorial, wo das Ganze nochmal erklärt wird. Brauche ich jetzt in dem Falle hier einmal nicht. Wir sollen jetzt einmal hier den Erdhaufen wegmachen. Ja, indem wir das Ganze hier einmal vollballern. Können wir das Ganze hier mit dem rechten D-Pad-Stick einmal nach oben machen. Würde auch dementsprechend noch mehr reinpassen. Das Tutorial macht das jetzt sowieso in einer Hülle und Fülle, sage ich mal. Dass wir hier nicht wirklich viel machen müssen. Ihr seht, ich habe jetzt hier 79% einmal rangemacht. Mit Controller gibt es halt, sagen wir mal so, nicht Doppelbelegung ist das falsche Wort, aber zum Beispiel, wenn ihr die Kamera proaktiv steuern wollt, müsst ihr dann einmal über die D-Pads hier, könnt ihr reindrücken und dann geht die Kamera ein bisschen näher oder ein bisschen weiter nach hinten. Juppala, je nachdem. Ne? Und das ist vielleicht dann im Vergleich zur PC-Version, wo ihr das Ganze, Tastatursteuerung, wo ihr das Ganze dann mit Mausrad steuern könnt, vielleicht ein bisschen angenehmer, aber generell der Arbeitsflow wirkt oder könnte mit Controller deutlich angenehmer wirken. Achso, halt, den muss ich wieder. Ich mache immer den gleichen Fehler. So, nochmal kurz einsteigen. Ich muss das Ding ja hier parken. Ihr seht, ne, das war es jetzt zum Beispiel schon. Das Ding ist nicht mehr ansatzweise frei. Aber fürs Tutorial reicht es halt. So. Gehen wir einmal hier rüber. Parken die Kiste hier. Und dann sollen wir einmal mit Harpe sprechen. Jetzt ist die Fahrbahn wieder halbseitig freigegeben. Gut gemacht. Allerdings endet unser Einsatz hier noch nicht. Beim örtlichen Supermarkt ist die Kühlung ausgefallen. Auf der Ladefläche vom Pritschenwagen steht ein mobiler Generator. Wir müssen das Teil so schnell wie möglich zum Supermarkt schaffen, damit die Kühlung wieder läuft und die Lebensmittel nicht verderben.
Wir treffen uns dort. So, machen wir das Ganze. Babem, babem, babem. Und dann nehmen wir mal weiter hier. Wir haben natürlich auch eine Innenansicht, die wir nutzen können. Könnten wir zum Beispiel über das Kontextmenü hier auch einfach einstellen. Kamera, Fotomodus, Innen, Außen. Gehen wir in den Innenbereich rein. Sieht das Ganze so aus. Ne, also auch im Innenbereich, in dem Falle alles hier mit drin für die Leute, die das gerne eben mögen. Und wie gesagt, alles easy peasy über das Kontextmenü hier verfügbar. Und wie gesagt, auch Idee. Hoppala, das wollte ich jetzt nicht. Zurücksetzen könnt ihr es natürlich auch. Na, aber alles da auch perfekt gemacht. Obwohl ich jetzt hier gar nicht hin wollte. Vielen Dank. Ich wollte eigentlich den Generator dort absetzen. Aber solltet ihr euch mal verfahren oder irgendwo feststecken, könnt ihr eure Maschinen dementsprechend auch wieder zurücksetzen. Wie das im Vorgänger dementsprechend auch schon der Fall war. So, mal kurz hier Kamera, Außenkamera. Sehr schön. Denn ich hier auch was sehe. So, dann gehen wir einmal in den Funktionsmodus rein. Ja, kennt ihr ja mittlerweile auch. Dann können wir hier einmal das Ganze machen. Ja, jetzt kann ich hier den Kran dann damit steuern. Und wenn das Ding dann ausgefahren ist, kann ich den nächsten Arm hier benutzen. Kann ich dann hier mit links und rechts dann dementsprechend die Dinger hier steuern. Ich kann auch hier ein bisschen mit der Maus mal so ein bisschen Dings mit ändern. Wie gesagt, das ist alles machbar. So. Können wir es einmal nutzen. Drücken wir einmal X. Geht das Ganze hier nach oben. Schieben wir den da einmal hier rüber. Einmal hier runter. Gucken, dass wir hier nirgendwo anhängen. Das ist natürlich hier im Bereich dessen, wo natürlich auch das kann die ganze Zeit der Tutorial-Text hier mit drin hängt. Eher nervig wie alles andere. Sehr gut. Na, und dann haben wir jetzt hier einmal den Generator genommen. Und wenn ihr jetzt keinen Bock habt, so wie ich zum Beispiel, das Ding wieder richtig einzuklappen, was ja durchaus notwendig ist, um das Ganze hier zu machen, könnt ihr dann einmal hier auf Zurücksetzen gehen. Zack, ne, habt ihr hier. Könnt ihr den Fahrmodus wieder schalten. Und gut ist, ihr müsst halt warten, bis die Modis durchgeschaltet sind. Also bis der Modus hier vorbei ist. Erst dann könnt ihr aussteigen. Aber ansonsten alles easy peasy. So, Generator anschalten. Dass die Lebensmittel dort nicht verderben. Und dann wieder mit Haare sprechen, weil ihr seht schon, hier ist ein Lichtmast aufs Dach geknallt. Die Laterne hat das Dach eingerissen und muss dabei einige Leitungen beschädigt haben. Da muss eine neue Verkleidung drauf. Hebe zunächst die Laterne aus dem Dach und fahre dann zum örtlichen Baustoffhandel, um die benötigten Teile abzuholen. Los, wir sollten keine Zeit verlieren. Jo, da haben wir natürlich glücklicherweise hier drüben gerade einen Schnellkran, der von der Baustelle hier mit aktiv ist. Ne, da haben wir noch eine schöne Zwischensequenz, die uns das ganze Ding zeigt. Das kann uns jetzt aber auch erstmal egal sein. Ansonsten, die Kräne lassen sich genauso steuern wie damals auch. Also sprich, wir haben eine Innenansicht. Die Innenansicht ist eher so lala, muss ich sagen. Also muss ich ehrlicherweise sagen, man sieht nach unten hinweg nicht wirklich was. Ich kann es euch mal zeigen hier. Ne? Das mag in diesen Entfernungen mag das gehen. Es gibt aber auch Missionen, die sind relativ klein. Und also, ne, also ein relativ kleiner Arbeitsplatz. Da macht das Ganze nicht so viel Laune. Und auch hier ist es eher, naja, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich wäre es in dem Falle nichts. Das ist mir zu, wie sagt man so schön, das ist mir zu weit entfernt, ist für meine Äuglein nichts mehr. Falls ihr noch bessere Augen habt, mag das vielleicht auch alles sein oder alles schick sein. Für mich ist es eher nichts, deswegen Außenbereich. Dann haben wir nämlich hier diese Hakensteuerung oder diese Hakenkamera eher gesagt. Und mit der Hakenkamera können wir dann hier auch wieder ein bisschen besser sehen. Und können dann hier auch wiederum das Ganze easy anpacken. Ne? Und das Ding dann dementsprechend hier auch wieder ablegen. Ne? Das ist alles in dem Falle hier gar kein Problem. Und kurz hier wieder ins Ding mit rein. Ne? Ein bisschen weiter rüber bitte. So, jetzt kann ich mit B und L
kann ich hier noch das Ding dann einmal rumdrehen. Ja, gegengesetzt lenken, weil ich gerade die Kamera entgegengesetzt habe. Ein bisschen aufpassen, dass das Ding ja nicht so Ewigkeiten ausschwenkt. Viel kaputt machen könnt ihr in dem Falle nicht. Und das Spiel ist auch wieder üblich. Es lässt euch viel Freiraum, sage ich mal so, beim Ablegen. Ne? Es muss nicht immer auf einen Millimeter genau sein. Da braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Das ist alles easy. So, wenn er jetzt hier noch rausgehen würde, vielen Dank, dass ich zum Britschen wagen kann. Was das ganze Lichteffekt ist, im Übrigen sehr schön in dem Spiel. Das kommt nachts sehr, sehr gut. Tagsüber. Ja. Gerade wenn die Sonne so richtig reinballert. Wir werden es nachher noch sehen. Wirkt das Ganze vielleicht für den einen oder anderen schon ein bisschen zu heavy. Aber grafisch gesehen haben sie hier schon einiges rausgeholt, muss man wirklich sagen. Also das hat man schon, das haben sie schon sehr, sehr schön gemacht. Ne? Aber das Spiel ist generell sehr sättigungsreich. Also, oder wie man das mittlerweile, oder wie man, wie ich so generell sage, bunt. Ne? Also so ein bisschen comic-lastig. Obwohl die Maschinen und so schon ja, in Richtung, also was ist nicht nur in Richtung, sondern schon real so abgebildet sind. Ne? Also mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Aber das Spiel ist generell sehr, sehr farbenfroh. Kann man, wie gesagt, cool finden. Kann man sich auch dran stören. Das ist dann, glaube ich, wieder von jedem Einzelnen die Geschmackssache. So. Ja, ihr seht. Steuerung. Also jetzt hat er mal keinen Drift eingelegt. Ich hätte den zwar jetzt hier einen Drift zwingen können. Ja, aber dann bin ich mal kurzerhand in die Wand gefahren. Ja. Hier sind wir dann am örtlichen Baustoffhändler. Also, wo wir unser Zeug auch wieder mitkaufen können. Auch da wieder eine schöne Cutscene. Ne? Hier haben wir unsere zwei Paletten. Hier haben wir unseren Lader. Und auch hier wird es dann später in dem Falle die Möglichkeit geben. Also erstmal können wir hier auch wieder zum Aussteigen muss die Baumaschine angehalten werden. Habe ich doch. Erstmal können wir hier unsere Bordwände runter machen. Beziehungsweise wir müssen sie auch runter machen. Es gibt auch später wieder die Möglichkeit hier, dass automatisch geladen wird. Oder die Möglichkeit, dass die Materialien direkt an die Baustelle geliefert werden. Auch das ist in dem Falle alles möglich. Kostet aber halt extra Geld. Das Laden hier selber, entweder auf manueller Basis oder halt auf automatischer Basis, ist in dem Falle kostenlos. Neu hier ist die sogenannte, also glaube ich zumindest, die Fixierung. Ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, dass es im 15er da die Möglichkeit gab, die Teile zu fixieren. Jetzt kann man sie aber wirklich richtig hart fixieren, sodass sie auch gar nicht mehr runterfallen können. Ne? Das ist, macht die ganze Sache ein bisschen einfacher, macht die ganze Sache ein bisschen casual-lastiger. Aber ganz ehrlich, ihr wisst, ich bin da ein Fan davon. Und somit entgeht man im Übrigen auch, und das ist clever vom Entwickler gemacht, also von Weltenbau, somit entgeht man auch Physikproblemen. Ne? Die Physik macht ja gerne mal, was sie will. Und mit so einem Fall hier geht man dem Problem einfach aus dem Weg. Ja, mag vielleicht für den einen oder anderen wieder zu einfach sein. Aber ganz ehrlich, hupala. Sehr schön. Aber lieber so als wie in Physik-Desaster. Ne? Sag ich so, wie es ist. So, gut, dann einmal bitte wieder. Hoppala. Ja, springen wollte ich nicht, dankeschön. Erstmal wieder ein bisschen an die Controllersteuerung hier gewöhnen. Machen wir einmal die Bordwände wieder zu. Steigen einmal ein, fahren wieder zurück zum Supermarkt. Und da werden wir dann nämlich einmal das wunderschöne Dach reparieren. Obwohl unsere Aufgabe sich da eher aufs Anliefern mit beschränkt hier im Tutorial. Aber gut, generell beschränkt sich das immer auf diese einzelnen Zweige. Ja, man kann jetzt nicht per Hand und Hammer hier ranlegen, aber ganz ehrlich, das hat glaube ich auch keiner erwartet. Das war ein gutes Schild und das ist eingelocht, würde ich sagen. Freut mir. So, das Ganze muss jetzt einmal hier oben ran. Da gibt es jetzt wieder zwei Möglichkeiten. Entweder wir nutzen den Kran hinten, um das Ganze abzuladen. Oder wir nutzen halt einfach den Kran der Pritsche hier, was wir jetzt auch tun werden, weil es geht dreimal schneller. Und diese Möglichkeiten stehen euch dann später im Spiel auch wieder zur Verfügung. Ihr könnt das Ganze über den Kran hier, also über das Teil halt machen und könnt Dinge zum Beispiel
abladen und anliefern. Kommt halt immer auf die Länge an und auf die Gegebenheiten, ob das Teil das Gewicht tragen kann oder halt nicht. Oder ihr nehmt halt dementsprechend so einen, ja, so einen Baukran, nenne ich es jetzt einfach mal. Weil wir haben jetzt ja auch im neuen, also in dem Bausimulator hier, die Möglichkeit, was es vorher nicht gab, das ganze, ganze Gerätschaften einfach zu leasen, also sprich zu mieten. Das macht das Ganze ein bisschen, ja, zugänglicher, weil wir am Anfang nicht nur auf Missionen beschränkt sind, die, ja, die halt so billig sind, sondern halt auch schon etwas größere Missionen annehmen. Man wird es dann aber halt auch sehen. Es gibt teilweise auch gar nicht die Möglichkeit, da irgendwie irgendwo was anderes zu machen, weil es am Anfang auch einfach Missionen gibt, Fahrmodus, dankeschön, die einfach schon größeres Equipment erfordern. Und das sind Eingangsmissionen. Also sprich, so werden wir in diese Mietthematik auch mit reingebracht, gerade hier in der Eröffnungsgeschichte. Moin Meister. Der Supermarktbetreiber ist erleichtert und wir haben hier erstmal eine Sorge weniger. Gerade hat mich aber schon ein weiterer Anruf erreicht. Da ist wohl ein Auto in eine Baugrube gestürzt. Wir treffen uns vor Ort. So, ja, Aufgaben über Aufgaben hier. Es wird aber auch langsam hell. Der Morgen bricht an, 4.45 Uhr. Also, falls ihr euch fragt, wie kann ich mit Controller die Kamerasteuerung machen, einmal linkes D-Pad reindrücken und dann könnt ihr mit der rechten Maustaste euch hier umschauen. Nochmal D-Pad reindrücken und dann habt ihr das rechte D-Pad wieder gesperrt für Interaktion. Ne? Und ansonsten rechtes D-Pad reindrücken, um hier die Kamera etwas näher ans Fahrzeug ranzuzoomen. Linkes D-Pad reindrücken, wie gesagt, um den Modus da zu ändern. Wie gesagt, alles machbar, man muss sich halt erstmal nur dran gewöhnen. Ja, das meine ich halt, ne? Ist ein bisschen auf Drift bzw. auf Kipp noch angelegt, das Lernen. Aber die Kamera versucht schon relativ gut mitzugehen und immer so ein bisschen beim Fahrzeug zu bleiben. Wie gesagt, funktioniert manchmal besser und manchmal funktioniert es auch schlechter. So, dann haben wir ja einmal das Auto, was hier in die Baugrube gestürzt ist. Ja, noch mehr da rein hier. Ja, man sieht, wunderschön geparkt. Muss man dementsprechend auch erstmal hinbekommen. So, Lichter sind alle wieder im Dorf angegangen. Das ist eine schöne Sache. Dann quatschen wir mal kurz mit Harbe. Da stellt man extra Warnhinweise auf, aber Falschparker gibt es halt immer. Das hat er jetzt davon. Wir sollen das Auto mitsamt des kaputten Leitungsrohres aus der Baugrube bergen und oben zum Schrott auf den Bauhof bringen. Dort bekommst du auch ein neues Rohr für die Gasleitung, das hier dann schleunigst eingebaut werden kann. So, sehr schön. Dann holen wir erstmal kurzerhand den Falschparker hier raus, um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen. Machen wir einmal hier die Bordwände auf. Und das Ganze machen wir nämlich jetzt einmal mit den Bagger hier. Das funktioniert auch ohne Probleme. Muss mal kurz die Kamera hier richtig einstellen. Ja, kurz das Ding hier ein bisschen hoch. Ein bisschen ausfahren. Ja. Dann hier so drüber. Zack. Und dann nach oben. Ich hatte es selber am Anfang nicht geklopft. Ich weiß auch nicht, ob das in der Realität ehrlicherweise gesagt möglich ist. Aber ich glaube es jetzt einfach mal. So. Dann können wir das Ganze einmal hier abladen. Dann nehmen wir uns noch einmal das Rohr hier unten mit. Das ist nämlich ja auch kaputt gegangen. Zack. Und das Rohr werden wir jetzt hier auch einmal mit verladen. Das werde ich einmal hier so rüberstecken. Muss ich gerade mal gucken, wie er das Ganze hier handhaben will. Ob er das handhaben will oder er will das jetzt eher hier drüben hinsetzen. Ja gut, da komme ich jetzt natürlich nicht hin, ne? Na, da komme ich nicht wirklich hin. Das heißt, ich muss mal kurz das Ding umparken.
Das ist ein bisschen weird gemacht. Also hätte ich das Auto ein bisschen weiter in der hinterste Richtung gesetzt, dann wäre es gegebenenfalls möglich gewesen. So, dann drehen wir einmal. Im Übrigen, wenn ihr die Bordwände nach unten habt, erstmal bekommt ihr permanent die Meldung, dass ihr bitte eure Bordwände wieder hochmachen sollt. Und eure Geschwindigkeit wird auch reduziert auf 10 km/h, also im Endeffekt so auf Rangier. Im Endeffekt so auf Rangiergeschwindigkeit, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, nicht, dass ihr euch da wundert. Und es ist auch, wie im Vorgänger leider so, ihr steigt die Fahrzeuge ein, Motor ist an, ihr steigt die Fahrzeuge aus, Motor ist aus. Es gibt in dem Falle keine Möglichkeit, den Motor manuell zu starten bzw. Zu beenden, also zu auszumachen in dem Fall. So, mal die Brötchenkiste wieder zu hier. Alle ab. Sehr schön. Und dann geht's einmal hoch zum Baustoffhändler. Dreh ich hier einmal wieder um. So. Und dann geht's einmal hier hoch, denn das Ding ist dann gleich hier oben. Also nicht ein Baustoffhändler, sondern ein Bauhof in dem Falle. Ihr seht auch überall Fragezeichen auf der Karte. Diese Fragezeichen sind unentdeckte Orte. Wenn wir dann einmal drauf gehen, entdecken wir die Orte. Das sind meistens Tankstellen, das ist der Händler und so weiter. Oder halt auch Fabriken. Und sobald wir die Orte entdeckt haben, können wir dann später auch Schnellreisen dorthin unternehmen. Wichtig bei Schnellreisen ist, es ist halt schneller, kostet aber auch in dem Falle Geld. Ne? Also, falls man dann den Komfort nutzen möchte und sich nicht durch die Stadt drängeln möchte, ist das, wie gesagt, eine solide Möglichkeit, aber die Möglichkeit muss halt auch bezahlt werden. Ja. Und was auch immer mal wieder gerne passiert in diesem Kontextmenü, dass man von der Aktionstaste abrutscht, beziehungsweise von der Kiste hier abrutscht und dann sich gerne auch mal wieder zurücksetzt. So, machen wir einmal kurz die Bordwände hier mit rein. Ne, hier, ich wollte zum Beispiel das hier unten. Sehr schön. Und nicht das andere. Dann gehen wir ein bisschen näher mit der Kamera wieder hier dran. Und dann ist der Funktionsmodus hier ausgefahren. Nutzen wir einmal. Ich komme kurz Kamera ein bisschen näher ran hier. So, fahren wir einmal kurz an den Arm aus. Legen das Auto dann einmal hier ab. Bitte weiter ausfahren, das Ganze hier. Ich meine, haben wir jetzt den Vorteil, dass er sich jetzt schon relativ gut gedreht hat. Und ihr seht, wie gesagt, das ist sehr, ne? Ist sehr, sehr simpel gehalten, das Abladen. Da müsst ihr in dem Falle keine Wissenschaft draus machen. Das macht das Spiel zum großen Teil. Hilft es da euch wirklich schon mit dazu. So. Kurz an drehen. Das Drehen funktioniert im Übrigen auch deutlich besser wie im Vorgänger. Also ihr seht, wie schnell das geht. Ich habe noch so eine Erinnerung, dass das beim 15er ewig und 3 Tage gedauert hat, da irgendwelche Objekte zu drehen. Das funktioniert hier schon mal deutlich angenehmer. Und auch das Ein- und Ausfahren ist so von der Geschwindigkeit her eigentlich recht angenehm, wie ihr seht. So. Dann laden wir das Ganze wieder hier auf. Sehr schön. Und wie gesagt, falls ihr keinen Bock habt, macht ihr einmal den hier. Sehr schön. Und dann macht ihr einmal den hier. Na, geht in den Funktionsmodus wieder rein. Und dann läuft das. So, jetzt können wir uns diese Schnellwahl-Dings hier machen. Also sprich über die Karte hier drüber. Und dann kann ich jetzt hier einmal Y drücken. Und dann geht es in die Schnellreise rein. Wie gesagt, das kostet später Geld. Und somit kann man sich dann auch das Gefahre in dem Falle sparen. Ne? Falls ihr da einfach keine Lust drauf habt oder falls das einfach zu weit entfernt ist oder whatever. Ne? Gut, dann haben wir das Ganze einmal hier. Ich mache hier schon mal wieder die Bordwände mit runter. Und jetzt müssen wir noch einmal die Erde ausheben, denn ne, der Herr hat natürlich ne, einen Haufen Erde hier noch mit reingeschüttet bei seinem tollen Unfall. Und wir brauchen jetzt erstmal wieder etwas Platz, um das Ganze hier auszuheben. Dann laden wir das Ganze mal so.
Falls ihr euch fragt, ja, wo sehe ich denn die Anzeige, wie viel eigentlich in meiner Schaufel drin ist, schaut mal rechts, da wo auch die 000 steht. Und wenn ich jetzt hier mache, diese gelbe Linie, ne? Diese gelbe Linie ist dann einmal der Indikator dafür, wie viel in eure Schaufel in dem Falle hier mit reinpasst. In dem Falle sind wir jetzt hier nicht ganz voll gewesen. Aber das ist etwas ja, minimalistischer geworden. Auch was dementsprechend auch besser in dem Falle für die Übersicht ist. Ja. Also von daher alles eine schöne Sache. So, es gibt auch wieder dieses, da müsste ich aber mal kurzerhand hier ran. Es gibt auch wieder dieses Construction View, also über die Taste V. Da könnt ihr dann halt hier sehen, aha, aha, aha. Ne, alles, was noch rot ist, das ist noch zu viel und muss dann in dem Falle noch abgebaut werden. Also gehe ich jetzt hier mal ein bisschen runter. Nehme das Ganze hier nach oben an. Ne, entleere den ganzen Spaß hier. Und somit kann man auch immer sehen, wo muss ich jetzt noch ran, ne, wo muss ich noch mehr ausheben, dass das Ganze so wird, wie es wird. 68% haben wir schon mal. Ich glaube, es ist noch relativ hier nach vorne noch viel. Ja, schön ausheben, haben wir schon mal 80%. Gucke ich mal kurz an hier noch. Ja, obwohl, hier zeigt er mir eigentlich schon gar nichts mehr an. Ah, doch, da vorne noch ein bisschen. Richtung Ruhr. Also hier so. Ja, das waren gerade mal 86%. Wir ziehen mal ein bisschen weiter rein. So, 100%, sehr gut. Und das Spiel macht es dann auch wieder ideal, sodass das alles passt, wie es passt. So, jetzt werden wir einmal das Gasrohr da noch mit reinsetzen. Müssen wir jetzt zum Beispiel auch nicht mit dem Pritschen-Ding machen, sondern wir können das jetzt einfach mit dem Bagger hier handhaben. Ja. Ja, mal kurz an über den LKW gezogen. Ist auch okay. Setzen das dann einmal hier rein. Na, und schon haben wir die Gasleitung einmal ausgetauscht. Ne? So einfach kann es in dem Falle gehen. Machen wir einmal wieder die Bordwände zu. Ihr hört auch hier vom Soundeffekten her, dass man aus den Häusern ein bisschen was hört, Nachrichten und so weiter und so weiter. Also viel für die Atmosphäre wurde gemacht. Defekte Gasleitungen können extrem gefährlich werden. Aber zum Glück konnten wir hier schnell helfen. Ist richtig. Wir wurden zu einem weiteren Problem gerufen, unten am Bahndamm. Dort wurde ein Teil der Gleise unterspült. Unsere Unterstützung ist gefragt, damit es später im Berufsverkehr nicht zu Problemen kommt. Ist nicht weit von hier. Wir sehen uns dann gleich dort. So, sehr schön. Dann fahren wir einmal hier oben. Ihr seht, wie gesagt, 4:50 Uhr. Ist jetzt schon ganz schön hell. Spielt halt alles im Sommer hier. Und die nächste Baustelle, die ist dann auch einmal gleich hier. Hier ein bisschen langsam machen. Weil der Bahnübergang ist relativ, relativ hochgelegt. Na? Und was jetzt ja auch neu ist, wir können jetzt oder müssen hier teilweise Bereiche aufräumen. Das heißt, wir müssen hier rangehen und das Ganze mit der Hand machen. Ist aber in dem Falle nur in Anführungsstrichen eine Animation. Ist aber eine nette Sache. So, und man sieht halt hier, ne, hier hat es halt ein bisschen Kies weggedroschen. Und generell sieht das hier für die Bahndings nicht gerade schick schön aus. Deswegen machen wir kurz hier das Hilfemenü zu. Aber wir da anquatschen hier. Gut, jetzt fahr zum Kieswerk und besorge uns eine Ladung Kies. Das sollte genügen, um die Gleise wieder zu verfüllen. Ach, ich habe... So. Machen wir das Ganze. Dann waren wir einmal hier zum Kieswerk und was Habe uns vorher noch sagen wollte, unser Tank ist relativ leer vom Fahrzeug. Ihr seht, dass unten links an der blauen Leiste, über der grünen Leiste, die grüne Leiste ist im Übrigen unser Wartungszustand, also unser Verschleiß. Weil wenn wir hier irgendwo dagegen fahren und Dinge so machen, kriegt unser Fahrzeug Schaden. Keinen optischen Schaden, aber halt generellen Schaden.
Und das ist unsere Leistung, also sprich unsere Reparaturgeschichte. Und das unten drunter ist unser Tank. Und wir müssen die Fahrzeuge auch tanken und wir müssen die Fahrzeuge auch reparieren. Kann sich später mit Mitarbeitern automatisiert lassen, mit einer eigenen Werkstatt, mit einem eigenen Mechaniker. Sofern wir den anstellen, falls wir den nicht anstellen, müssen wir das Ganze halt selber machen. Und das funktioniert alles über Tankstellen, die im Spiel verteilt sind. Und die sind auch sehr großzügig verteilt. Thema Straßen oder STVO. Wir sind gerade noch im Tutorial, da ist das alles deaktiviert. Im normalen Spiel kann man auch im Einstellungsmenü deaktivieren. Werdet ihr bestraft, wenn ihr euch nicht an die Straßenverkehrsordnung haltet. Heißt also, wenn ihr über rote Ampeln fahrt, kostet euch das 100 Euro oder 100 Dollar, je nachdem. Also wir sind in der EU-Map, machen wir 100 Euro draus. Wenn ihr zu schnell durch die Stadt fahrt und ihr fahrt durch einen Blitzer, weil in den Städten sind überall Blitzer mit drin, kostet euch das, je nachdem wie schnell ihr wart, sehr viel Geld. Könnt ihr deaktivieren, falls ihr das nicht wollt. Ne, das nur so vorab gesagt. So, halt, ich muss ja hier noch tanken. Einfach gedrückt halten das Ganze und dann seht ihr, geht das unten hier einmal nach oben. Kostet natürlich auch Geld, ist klar. Geschenkt wird euch da nichts. Aber das ist okay. So, jetzt bewegen wir uns einmal zum Kiesberg. So circa einen Kilometer entfernt. Dafür geht es hier kurzerhand mal auf so eine Art Autobahn drauf, sage ich einfach mal. Und jetzt wird es auch langsam richtig, richtig helle. Und jetzt merkt ihr auch vielleicht, was ich meine. Das Spiel ist relativ bunt. Ne? Die Sonne knallt hier schon ganz schön rein. Diese Autobahn, nenne ich es jetzt einfach mal so, endet dann einfach mal kurzerhand in den absoluten Kreisverkehr. Passt da bitte auf. Ist ein bisschen wild gemacht, das Ganze. Und beim Kieswerk können wir dann alles Mögliche wiederholen. Also Kies, Sand, Erde, Beton. Alles, was halt irgendwie so schüttgutmäßig ist, holen wir von dort. Hat sich da auch im Vergleich zum Vorgänger oder auch zu der Mobile-Version nicht wirklich geändert. Ist halt Hobby. Es gibt aber da eine Erneuerung, die werdet ihr auch gleich sehen, wenn wir das Ganze beladen haben. Was ich recht cool finde. Kann aber auch, je nachdem, wie der eigene Spielstil ist, eventuell auch ein bisschen nervig werden. So. Das Schöne, was jetzt hier auch noch mit dran ist, was ihr noch gar nicht so wirklich seht, es ist leer. Die Straßen sind relativ leer. Das wird sich gleich im Tagesverlauf drastisch ändern, je nachdem, was ihr in den Optionen eingestellt habt. Also habt, wenn ihr in-game hier seid, noch mehr Optionen, was die Verkehrsdichte angeht. Kommt da nämlich richtig viel Verkehr dazu, also Rush Hour. Die morgendliche Rush Hour, wenn Leute zur Arbeit fahren, oder die abendliche Rush Hour, wenn sie Feierabend haben, etc., etc., das kann teilweise echt heftig sein und ihr braucht eine Weile, bis ihr von A nach B kommt. Ja. Ja, so, einmal Y gedrückt halten, dann wird das Ding hier voll gemacht. Auch hier wieder gelbe Linie, die ihr seht, bis das Ding einmal voll ist. Sehr schön, kostet euch natürlich auch wieder Geld, 7000 in dem Falle. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil ihr seht, wenn ich hier lenke, seht ihr, verlieren wir auch etwas von der Ladung. Na? Also, falls ihr zu hart reingeht hier, dann seht ihr, geht die Ladung halt auch verloren. Und das ist, das muss man mögen. Ne? In dem Falle, ich mache es jetzt einfach mal hier, um das Ganze abzukürzen. Mache ich jetzt hier eine Schnellreise. Kostet Geld, ihr habt es gehört so. Zick, 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 zick. Na, sind wir jetzt einmal hier dran. Und ihr seht, selbst in der Schnellreise verlieren wir teilweise gut. Ja. Ob das so gewollt ist oder ob das noch ein Fehler ist, weil das Ding sich hin und her teleportiert, sei jetzt mal dahingestellt. So. Dann werden wir das Ganze jetzt hier einmal entladen. Ja, auch hier wieder wichtig, den Fehler habe ich nämlich im Livestream gemacht. Schön breit in der Kiste hier verteilen. So. Also wenn wir jetzt das Ganze einmal nach oben machen, muss ich das nehmen. Hier. Ruhig ein bisschen weiter hinfahren. Ja, ein bisschen näher rangehen hier. Ein bisschen mehr Gas geben. Und dann schön hier
über die Breite das Ganze hier abkippen. Dann einmal den markierten Bereich räumen. Schüttgüter dürfen nur auf Baustellen und im Kieswerk abgegeben werden. Das ist ganz klar. So, dann steigen wir einmal kurz anders. Weil wenn ihr das zu sehr an einer Stelle verteilt, dann ist nicht genug im Trigger. Und dann kann es sein, dass ihr es nochmal liefern müsst oder kaufen müsst. Ne? Ihr könnt das umgehen, indem ihr dann zum Beispiel hier mit so einem Dings, mit dem Radlader, der jetzt zum Beispiel hier steht, dann nochmal ein bisschen aktiver auf der Fläche verteilt. Somit konnte ich dann die Problematik umgehen. Ne? Weil das ist dann nämlich geldtechnisch gesehen auch eher schwierig, muss man mit dazu sagen. So, mal kurz hier. Schön. Na, mehr ist es dann in dem Falle hier auch nicht. Man muss sagen, wie gesagt, ist halt Tutorial. Ne? Alles easy. Das wird jetzt von alleine hier weitergemacht. Und natürlich, wir sind pünktlich. Wir sind die Heroes. Gerade jetzt kommt der Zug. Ne? Dass es da auch keinerlei Probleme gibt. Ne? Haben wir toll gemacht, würde ich sagen. Sehr schön. Und jetzt sollen wir einmal zu der Firma von Harpe fahren. Was ja eigentlich unsere Firma ist, aber... Ne? Gut. Machen wir mal so her. Die ist nämlich auch gleich nebenan. Duppi duppi, duppi du, duppi duppi, duppi du. So. Das ist auch sehr schön hier. Da müssen wir nämlich jetzt einmal hier Profi und Bau GmbH, ne? Also das steht dann auch draußen mit dran. Sehr schön, und jetzt gibt es noch eine emotionale Rede. Ah, da bist du ja. Ich muss sagen, das war wirklich gute Arbeit. Ich bin beeindruckt, du scheinst mir ein Naturtalent zu sein. Hör mal, ich habe während der Ereignisse letzte Nacht gemerkt, dass ich langsam zu alt fürs Geschäft bin. Ich habe alles erreicht, was ich mir vorgenommen hatte. Und nachdem du hier gerade eindrucksvoll gezeigt hast, aus was für einem Holz du geschnitzt bist, kam mir der Gedanke, dass du doch meinen Laden übernehmen könntest. Ich überlasse ihn dir zu einem symbolischen Preis. Gerne helfe ich dir auch am Anfang noch etwas, dich zurechtzufinden. Und? Was meinst du? Kommen wir ins Geschäft? Wenn man jetzt hier Nein drückt, kommt Credits und das Spiel ist vorbei. Nee, ihr könnt natürlich nur zustimmen mit der Taste Y. Das war ein rascher, aber dennoch verdienter Aufstieg. Eben noch hast du in den Tag hineingelebt und plötzlich gehört dir eine ganze Firma. Das Beste wird sein, wenn du dich in Ruhe mit den verschiedenen Bereichen deiner Firma vertraut machst. Um dein Unternehmen zum Erfolg zu führen, empfehle ich dir, zunächst einen genaueren Blick auf die Ausbaustufen zu werfen und dich an die Erfüllung der dort aufgelisteten Ziele zu machen. Und auch in den Fuhrpark und die Finanzen solltest du mal reinschauen, um dich mit der Verwaltung deiner Baumaschinen und Buchhaltung vertraut zu machen. Aber das Wichtigste wird sein, Aufträge zu bearbeiten. Nur so verdienst du das nötige Geld, um deine Firma weiter auszubauen und dir neue Fahrzeuge kaufen zu können. Du wirst sehen, alle Bereiche sind eng miteinander verzahnt. Also, gutes Gelingen und einen erfolgreichen Start. Und keine Sorge, ich habe immer ein Auge auf dich. Ja, und damit haben wir jetzt die Firma dementsprechend übernommen. Und damit endet das Tutorial in dem Fall auch schon. Wir sind ein Level aufgestiegen, wir haben 100.000 und jetzt befinden wir uns in der sogenannten Einführungsphase. Ne? Die Einführungsphase bedeutet Folgendes. Wir müssen hier verschiedene Stufen machen. Stufe S, hoppala. Ja. Ja, sehr schön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Das sind die sogenannten Ausbaustufen. Mehr Aufträge am Land zu ziehen, müssen wir das halt machen. In dem Fall müssen wir jetzt Ausbaustufe S erreichen. 0 von 3 ziehen. 3 Baumaschinen, 2 das Firmengelände und den Auftrag Expansion halt machen. Ihr seht, wir haben es jetzt 2 Baumaschinen.
Wir müssen 150.000 Credits haben, wir müssen diesen Expansionsauftrag machen und dann läuft das hier dementsprechend weiter. Jetzt sind wir halt wie gesagt in der Einführungsphase, also das Tutorial ist jetzt vorbei, jetzt sind wir in dieser Einführungsgeschichte. Und nachdem wir die Einführungsgeschichte gemacht haben, wird die ganze Spielewelt für uns freigeschaltet werden, ne? Und danach kommen wir auch in Story-Kampagnen mit rein. Aber das ist im Endeffekt noch so das, sagen wir mal, erweiterte Tutorial, was jetzt hier stattfindet. Beziehungsweise die erweiterte Einführung. Tutorial ist in dem Falle jetzt erstmal vorbei. Es ist tagsüber und ihr seht, jetzt kommt hier auch extrem Verkehr auf. Ne? Und dann lübt das erstmal. Ich fahre jetzt erstmal kurz in unserem Firmengelände hier rein. Ne? Ihr seht, die Sonne ballert hier, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und stelle jetzt erstmal hier das Kfz ab. Wenn damit möchte ich erstmal die Folge hier beenden. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen, Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.